Am Osteingang des Braunschweiger Hauptbahnhofs ist nun die Bundespolizei mit 72 Mitarbeitern zu finden. 16 Jahre haben sie auf diesen Moment gewartet. Bisher arbeitete ein Teil der Beamten am Wienroder Weg, ein anderer in den Räumen des Hauptbahnhofs. Vor dem Gebäude stellte die Bundespolizei ihre Arbeit an verschiedenen Informationsständen vor. Informationen gab es unter anderem über Spurensicherung, Bahnunfälle und Sachbeschädigungen. Fahrzeuge und Schutzausrüstung wurden dem interessierten Publikum gezeigt, wobei Anfassen auch nicht verboten war. Die Arbeit der Polizei wurde eindrucksvoll leicht vorgeführt. Wir wollen auch noch ein bisschen zeigen, wie wir arbeiten. Der EMS, der Mehrzweckstock, den wir haben, den wir den Kollegen mal hochhalten, auch Tompa genannt. Mit diesem Schlagstock können wir ihn ganz benutzen, ganz normal benutzen wie einen Schlagstock und können damit ganz normale Schläge machen. Der Kollege führt hier mal ein paar Schläge vor. Wir schlagen grundsätzlich nur auf Arme und Beine, das andere ist viel zu gefährlich. Der Kollege versucht ihn gleich auf der Erde zu fixieren. Arm hoch. Jetzt wird er gefesselt. Dazu bringt der Störer die Hände auf den Rücken. Kinder wurden von dem Maskottchen der Bundespolizei unterhalten. Und für Musikfans stand unter anderem Russ Farrow und Elvis auf der Bühne.